Frage ist eher, wie ist das Wetter? Wetter ist windig. Wie geht's unserem Status? Gefühlt 5 Grad. Ne, wir sind ja sehr gut ausgestattet. Ne, frieren tun wir nicht. Auch wenn es schneit, auch wenn es windet. Das finde ich gut. Es ist halt jetzt hat nur schon Nachmittag, ne? Ja komm, wir haben es ja nicht weit, das müssten wir schaffen. Oh. Suchen wir mal nach unserem Überlebenden hier. Gucken, wo der sich rumtreibt. Wie war das? Jetzt müssen wir die Signalpistole nehmen und einmal in die Luft schießen. Da hinten irgendwo. Da. Ach, hier ist er schon. Oh ja. Shh, stay calm. I'm right here. Und alles klar. Na, Kollege. Logan. Kann man hier? Ja, die Signalpistolen-Sachen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann geben wir dem Wasser. Dann haben wir noch 1,43 Liter. Würde ich hier die Gelegenheit nutzen und einfach mal kurz wieder was abkochen. So. Den Notfackeln sollten wir im Anschlag behalten, weil jetzt werden wieder Wölfe kommen. Ich kenne doch das Spiel. So, wir nehmen den Kollegen, dem geht's soweit gut. Dann laufen wir hier einfach geradeaus zum Weg über die Brücke und dann sind wir auch schon da. Ist gar nicht so weit. Ich glaube, da brauche ich diesmal gar nichts vor. Da brauche ich mir keine Gedanken machen wegen Vorspulen oder so. Das sollten wir hinkriegen. In absehbarer Zeit, ja.
Können wir der Musik ein bisschen zuhören? Everyone dead. Ach ja, stimmt. Das habe ich jetzt da zu Beginn der Aufnahme gar nicht angesprochen. Habe ich vergessen. Ich wollte noch... Oh, Mann, ey. Da muss ich gähnen. Ich wollte noch ansprechen, dass ich meine Upload-Zeiten ändere. Jetzt mache ich es halt eben jetzt, ne? Ich hoffe, dass es ankommt. Und zwar habe ich ja jetzt halt immer mich bemüht, um 12 Uhr ein Video zu liefern. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das immer für 12 Uhr, ich sag mal, zu stressig. In Anführungszeichen stressig, weil wirklich Stress muss ich mir ja nicht machen, ne? Habe ich auch nicht. Weil wenn ich halt keinen Bock habe, was zu machen, dann kommt halt nichts. Aber ich würde halt schon gern immer jetzt jeden Tag ein Video machen. Und ja, 12 Uhr ist halt ein bisschen zu früh, deswegen ich würde es gern so auf 15, 16 Uhr verlegen, so zwischen 15 und 16 Uhr. In der Regel Punkt 15 Uhr, wenn ich es schaffe vorzubereiten, ansonsten halt 16 Uhr und im schlimmsten Fall ein bisschen später. Aber auf jeden Fall 15 Uhr könnt ihr euch merken, da könnt ihr mal reinschauen, ob ein neues Video da ist. Das, ja, würde ich glaube ich jetzt gern so machen. Weil am Nachmittag setze ich mich halt eben an den PC und da kann ich dann halt eben schneiden und rendern. Und dann passt es eigentlich. Aber da hinten ist schon die Rauchsäule, ne? Da sind wir schon. Mama. Ja, was für Mama hier. Du bist doch ein großer Junge. Musst doch hier nicht nach Mama hören und nach Mama schreien. Hang on. I have you. Ja. Besser ist es, Kollege. Schleich dich. Das sehen wir aber auch immer wieder, ne? Ja, ich würde sagen, das kriegen wir hier hin. Oh ja, ne? 15 Uhr. I won't let you go. Da schaue ich, dass ich jetzt die Videos immer um 15 Uhr pünktlich rausbringe. Und ja. Egal, ich nehme jetzt mal die Hand von der Maus. Wir laufen ja auch querfeld ein, da kenne ich nichts. Wir machen die direkte Linie. Hang on, I have you. Ja, haben wir den zweiten gleich. Dann würde ich sagen, dann machen wir den dritten auch noch, ne? Beim Speichern habe ich gesehen, Story-Fortschritt bzw. Episoden-Fortschritt haben wir schon 50%, sind wir schon wieder mit der Hälfte durch. Ging jetzt halt, also gefühlt ging es jetzt doch irgendwie schnell. So, die zweite Episode war jetzt halt am längsten. Habe ich das Gefühl, aber auch nur, weil ich sehr viel, weil es so gefühlt sehr viel Nebenquests waren. Und ich weiß, ich sag gerade sehr viel gefühlt, weil es sich für mich so halt anfühlt, ne? Ja, und da sind wir schon. We're not far now. Ja, ist nicht mehr weit. Yeah.
feel my face again. Ach hier. Get some rest now. You need it. Ja, gut. Da haben wir die Gwen. Da haben wir den anderen, wie er geheißen hat. Da haben wir den Logan. Das ist der Peter Pater Cornelius. So, Feuer. Brauchen wir irgendwas am Feuer? Eigentlich ja nicht, ne? Ja, wir könnten Pause machen. Kaffee brauchen wir nicht. So, wir gehen raus und organisieren das Feuerholz. Ich habe ja irgendwo richtig viel Kohle abgelegt, ne? Na, scheiß drauf. Oh, Essen. Essen. Läuft. Ja, scheiß drauf, ich such da jetzt nicht nochmal die ganze Ding. Wir können ja hier Sachen auseinandernehmen. Da war ja irgendwo ein riesiger Stapel mit Paletten. Ja, den haben wir durchsucht, den Kohlebehälter. Grabsteine, ja. Ach, guck mal, eine Axt. Vorratsbehälter leer. Den haben wir auch schon gelootet. Und die Axt habe ich liegen lassen. Dann ist Sauerei. Waren denn die ganzen Paletten? Hier, ne? Ah, ja, genau, doch, das war hier, ja. Paletten, 12 Altholz, 1:30 Stunden.
Ist ganz schön laut hier, ne? Und ich verlaufe mich hier gerade. Ne, nix da Unterkühlungsrisiko. Okay. Geht eigentlich, ne? Was ist denn der Sturm so laut? Meine Güte, ey. Noch ein bisschen was übrig. Dann würde ich sagen, hauen wir mal unseren Schlafsack hier hin. Ne? Draußen ist eh gerade Weltuntergang. Ne, aber wir haben sie hier drin schön. Es ist warm. Trinken haben wir auch. So, hier trinken. Beste Leben, Schlafsack. Gefühl 43 Grad. Sehr angenehm. Kennen wir einfach mal 8 Stunden oder 9. Und hoffen auf besseres Wetter. Ja, da sind wir auch immer voll ausgeruht. Immer noch Nacht. Eigentlich kein Problem, wir laufen ja nicht viel herum. Nochmal Wasser nachkippen. Hunger ist okay. Wir gehen einfach mal raus, nehmen draußen noch ein paar Paletten auseinander. Kühlt 0 Grad, okay. Paletten, 2 Stunden, 16 Holz, ja. Auch noch, das können wir eventuell auch noch auseinandernehmen. So. Alle umlagern. Mal einen Stock. Okay.
Hast 48, scheiß auf das Altholz hier. Damit haben wir alles erfüllt. Zurück. Ja, ist jetzt gelockt, können wir nichts rausnehmen. Können wir leider nicht hier irgendwie schummeln. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Müssen wir nur noch den einen Typen hier retten. Und dann mal gucken, vielleicht, dass ich die Episode sogar noch zu Ende spiele. Könnten wir schaffen, weil... Ja, ist ja dann nur noch Story. Den Typen hier noch retten und dann, ja. So, ich war jetzt übrigens ein bisschen irritiert, weil... Weil Discord weg war. Ich habe Discord auf einem anderen Bildschirm offen und das hat gerade irgendwie neu verbunden oder war mein Internet weg? Keine Ahnung. Ich habe kurz den Steam-Overlay geguckt, nicht wundern. Dass gerade der Ton weg war. Weil man sieht ja das Steam-Overlay nicht. In der Aufnahme.